Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es zum Tutorial vor ein paar Jahren wieder. Also ich zeige euch das, was ich vor ein paar Jahren gezeigt habe. Jetzt war älter, schon das ältere Video und hier noch einmal mit dem Ausschneiden. So, das Ausschneiden im Endeffekt ist ganz einfach. Ihr müsst diese zwei Dinge kennen. Ne? Einmal das hier, das ist sehr wichtig. Ihr müsst die Ebenen und ihr müsst verstehen, eine Ebene muss umbenannt werden. Das ist im Endeffekt ganz einfach auf diese Zange da. Und dann Original. Ich habe eine blöde Tastatur. Bild. Und dann hier auf die Zange und dann Kopie. Ja, Kopie. Bild. Soweit so klar. So. Und dann arbeiten wir mit Ebenen. Das heißt, das ist Ebene, unser Originalbild ist Ebene 1 und das ist Ebene 2. Ist halt so, dass ihr es selber merken müsst, weil es wird halt nicht angegeben von PaintNet. Das steht halt nicht drin, aber nicht so schlimm. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Wir markieren im Endeffekt die Frau, weil wir wollen ja so schnell wie möglich das machen und wir können nicht das Ganze hier markieren, das würde zu lange dauern. Okay. So, wir können eine weiße Farbe nehmen und eine schwarze Farbe, müssen wir schauen, was für ein Bild so ist. Und wir merken, weiß ist etwas, was zu oft da ist und schwarz ist auch, also nehmen wir rot. Das heißt, ich klicke auf diesen könnt auf Farben klicken und auf F8, ne? Auf F8 und dann könnt ihr hier drauf auf rot klicken, ne? Hier unten ist rot. So. Dann schieben wir das Ganze und markieren das. So. So, nach einem Cut sind wir wieder da. So. Nun nehmen wir unseren Zauberstab und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr die Toleranz einstellt. 32, vielleicht sogar niedriger. Ganz, ganz wichtig, dass ihr das hier habt, zusammenhängend. Und ganz, ganz, ganz wichtig, also das ist wichtig, zusammenhängend. Ne? Keine globale Einstellung zusammenhängen und ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr hier auch zusätzlich voll multipliziert habt und am besten hier noch Auswahlkanten glätten eingestellt habt und hier Ebene, nicht Bild, Ebenen ausgewählt. Und wenn ihr das alles gemacht habt, und ihr seid sicher, dass es angewählt und wenn euer Mauszeiger da drauf ist und das blau hier markiert ist, dann klickt ihr hier hinein in dieses Bild, was ihr markiert habt. Ja. Und dann ist es wichtig, ihr bleibt jetzt da drauf, aber geht mit eurem Mauszeiger, ohne jetzt irgendeine Taste zu drücken, da drauf, auf das Originalbild. Okay? So, ihr seht, das ist noch markiert. Das Bild ist noch markiert. Aber ich bin jetzt mit meinem Mauszeiger auf die untere Ebene gegangen, auf die Originalebene, damit das funktioniert, okay? Wenn irgendwas nicht richtig verstanden ist, bitte ganz langsam anschauen und langsam mir folgen. Jetzt klickt hier, ich blende euch es euch ein, die Tastatur Steuerung und X, die klickt ihr an, okay? Steuerung und X ist hier jetzt eingeblendet. Ihr seht, da passiert was. Ihr seht hier, dass da dieses Bild ausgeschnitten ist. Ihr könnt es aber noch nicht sehen, wenn ich das nicht für euch einblende. Aber hier könnt ihr es sehen, hier das Kleine. Seht ihr das Kleine? Habe ich euch markiert. Habe ich extra reingezoomt. So, und jetzt müsst ihr eine neue Ebene erstellen. Ihr klickt da drauf. Habe ich alles euch jetzt markiert, ich euch, wo ihr hin müsst. Neue Ebene. Und in der neuen Ebene müsst ihr sein. Und jetzt klickt ihr, das markiere ich euch wieder, also das erscheint jetzt alles auf diesem Bildschirm. Steuerung und V. Okay? Mehr macht ihr nichts. Steuerung und V. Und jetzt, ganz, ganz wichtig, müsst ihr Steuerung und D klicken. Ganz wichtig. Bitte ganz genau folgen. Sonst werde ich irgendjemanden mit meinen Kuscheltieren, den ich habe, einen Waschbären, eins auf die Mütze hauen. Weil das kann nicht sein, dass man da das nicht folgt. Und
Kreide habe ich nicht mehr. Kreide würde ich nachschmeißen nach meinen Schülern, aber das macht ihr mal richtig. So. Und jetzt ist wichtig. Jetzt habt ihr hier, habt ihr hier diese Häkchen. Jetzt macht ihr hier unten beim Originalbild ein Häkchen raus. Und bei dem Bild oben, Kopiebild, ein Häkchen raus. Boom. Okay? Das Bild ist ausgeschnitten. So. Diese kleinen Haarchen, die können wir im Nachhinein noch mit unserem Zauberstab machen. Aber das Grobe, das Ganze, das Wichtigste ist rausgeschnitten. Den Rest können wir noch verfeinern. Das ist alles Spielereien. Das ist nicht, wir sind fertig. Ich werde euch nicht die Spielereien zeigen. Das müsst ihr selber finden, den Rest machen. Ne? Ganz klar, selber lernt auch ein bisschen was dazu. Aber damit ihr nicht durcheinander kommt, bitte das und diese zwei Bilder, also dieses hier Originalbild drauf gehen, dann eben eine Löschen klicken, dann hier nochmal drauf gehen und eben eine Löschen klicken. Und dann hier auf die Zange klicken und dann klicken Originalbild ausgeschnitten ohne Hintergrund. Ja. So dass ihr das wisst. Und dann habt ihr das schon geschafft. Und ja, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal.